Einen schönen Freitagnachmittag Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass Sie zu unserem Webinar gefunden haben. Wenn ich uns kurz vorstellen darf, wir senden aus Waltrop. Dort bin ich niedergelassen mit meinen Kollegen, dem Frank Hübner, der Friederike Kersting, meinem Partner, dem Dirk Krischig, dem Klaus Musebrink, der bis in das letzte Jahr hinein wahrscheinlich der älteste Parodontologe und Implantologe in Deutschland war, der noch praktiziert hat. Und im Februar bekommen wir Verstärkung von der Universität in Istanbul, den Hakan Bilhan, der dann im März dann mit dem Dirk Krischig auch zwei Prothetik-Seminare hier halten. Ich würde Ihnen gerne einen kurzen Überblick über die Topics heute geben. Der volldigitale Workflow ist so ein hochkomplexer Prozess, dass ich denke, es macht Sinn, wenn wir ganz kurz über die Grundlagen sprechen und die Entwicklungen. Dann würde ich Ihnen unglaublich gerne einige unserer Lieblingsoptionen, die wir in Verbindung mit 3D-gestützten Implantatinsertionen an weiterführenden Knochenmanagement und Weichgewebsmanagementmaßnahmen durchführen, die Sie Montagmorgen sofort umsetzen können, weil die so simpel sind. Ein dritter Punkt, den ich gerne etwas umfangreicher darstellen möchte, sind vor allen Dingen unterschiedliche Sofortversorgungskonzepte, teilweise analoger Natur, die aber heute noch sinnvoll sind und angewendet werden, bis hin zu den voll digitalen Workflows, wie wir sie gerne mit der Magellan-Schiene und den ICX-Equipment machen. Und auch da würde ich Ihnen gerne einen Überblick verschaffen. Und da schließt sich dann auch der Kreis. Wir werden Ihnen einige klinische Fälle vorstellen, die wir auf dem letzten Live-OP-Tag für Medentis bei uns operiert haben und spielen Ihnen die Videos ein, sodass Sie wirklich klinisch mal sehen, wie man mit ganz wenig Aufwand sehr leicht voll digitale Workflows bis hin zur Sofortversorgung sofort umsetzen kann. Starten möchte ich im letzten Jahrtausend, und zwar in den 70er Jahren. Die wichtigsten Grundlagen für unsere 3D gesteuerten digitalen Workflows sind das CT, das 1971 von Cormick und Hounsfield entwickelt wurde, die zu Recht dafür einen der besten Medizin-Nobelpreise aller Zeiten bekommen. Mitte der 80er Jahre haben Mathematiker es geschafft, komplexe Oberflächenstrukturen mithilfe sogenannter SDL-Datensätze zu beschreiben, dass wir handelbare Datenmengen bekommen haben, um neben den 3D-Datenwolken aus den Röntgengeräten beschreibende Datensätze für die Oberflächenstrukturen von zum Beispiel digitalen Modellen, wie Sie es im Bild oben links sehen, zu bekommen. Diese Datensätze gewinnt man mit intraoralen Scannern. Jeder CEREC-Anwender kennt es aus dem FF. Oder man gewinnt sie im Labor, indem man Abdrücke oder klassische analoge Modelle einfach scannt. Ein dritter Meilenstein, vor allen Dingen für uns niedergelassenen Zahnärzte, war mit Sicherheit die Entwicklung des DVTs Mitte der 90er Jahre. 96 hat Newton das erste DVT auf den Markt gebracht. Da bin ich als Student gerade erst in den klinischen Abschnitt gekommen. Das ist also auch schon einige Zeit her. Und die ersten Geräte waren für eine normale Praxis kaum erschwinglich. Man brauchte einen Statiker, der Patient wurde liegend gelagert, unglaubliche Strommengen, unglaubliche Rechenkapazitäten, die für die damalige Zeit notwendig waren, haben Mitte der 90er eine Verbreitung in die niedergelassenen Praxen noch verhindert. Ich denke, wenn Sie dieses Jahr auf die IDS gehen, dann wird es nicht unüblich sein, dass man Einsteiger-DVTs vielleicht schon um die 50.000 Euro darunter bekommt, wodurch zumindest für die Fachpraxen oder die kooperierenden Zahnärzte das DVT auch weiter auf dem Vormarsch sein wird. Der nächste große Meilenstein, den ich Ihnen gleich auch mit ein paar klinischen Bildern gerne mal darstellen würde, waren in meinen Augen die sogenannten Positioner von Med3D und Co-Diagnostics. Ich würde es heute beschreiben als im Labor modifizierte Schiene, wo ein Patient mit einer Röntgenschablone in das Röntgengerät übertragen wird. Im Röntgengerät hat man Röntgenmarker. Das war bei Med3D zum Beispiel der bekannte Legostein, sodass man hinter die digitale und analoge Welt miteinander verknüpfen konnte. Auch heute spielen diese Schienen noch eine Rolle. Ab Anfang des Jahrtausends bestand die Möglichkeit, dass die ersten wirklich rein digital generierten, virtuell erschaffenen
3D-Operationsschablonen gab. Marktführer zu der Zeit war mit Sicherheit Simplan mit seiner Software. Ist mittlerweile, glaube ich, in der 17. Version erhältlich. So die älteren Anwender unter Ihnen, die kennen das bestimmt noch. Von der Sperrigkeit zu der Zeit überhaupt nicht zu vergleichen. Allein die Vorbereitung der 3D-Röntgenbilder, die hat schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Heute machen wir das nebenbei in 5 Minuten. Ich habe Ihnen hier mein Bild mitgebracht. Das habe ich netterweise bekommen von einem sehr netten Zahntechnikermeister, den ich mal habe vortragen hören. Er ist Rainer Lukas, der diese analogen 3D-Bohrschablonen schon in den 90er Jahren hergestellt hat. Auf einem klassischen Wax-Up hat eine Röntgenschablone hergestellt. Der Patient ist mit dieser Röntgenschablone und Titanhülsen ins CT gekommen. Dann haben die das CT analysiert und haben die Bohrhülsenposition händisch noch verändert. Wenn Sie in Ihr Bild schauen, dann sehen Sie oben rechts etwas wie eine Messlehre, mit der man Längen und Winkel abgreifen konnte, um die Veränderung vom originären CT dann wirklich hin zur Operationsschablone durchführen konnte. Richtig viel Arbeit. Das war noch richtig Manufakturarbeit. Die sogenannten Positioner-Schienen haben den Zahntechnikern das Leben viel, viel leichter schon gemacht. Die bekanntesten Positioner-Table waren wahrscheinlich der X1 von MED3D, jeder kennt ihn mit dem Legostein, oder der Goni X-Tisch von Co-Diagnostics, wo man dann über Einstellwerte, zum Beispiel beim X1 auch so ein Hexapod, das Modell dreidimensional im Raum so gestellt hat, dass die Bohrachse hinterher adäquat war. Hier habe ich Ihnen aus der Historie heraus die Simplan-Software einmal abfotografiert, die dann ab 2001 für die ersten wirklich voll digitalen Workflows zugänglich war. Ich selber arbeite hauptsächlich mit der Magellan-Software, aber möchte es nicht darauf beschränken, bitte. Was sind die Vorteile von 3D-Schablonen-gestützten Implantatinsertionen? Also mein eigenes einschneidendes Erlebnis, wenn Sie mir die Zeit gestatten, war ein Abendessen mit dem Alex Schramm, der das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm leitet, der mich mal gefragt hat, an wie viel Prozent der Patienten ich eine 3D-Diagnostik mache, wie viele davon ich hinter 3D operiere. Und das war vielleicht ein Viertel oder ein Drittel. Und dann hat er mir gesagt, bei uns in der Klinik bei 2000 Implantationen im Jahr sind wir bei fast 100%, weil ich A, selber den Kopf für alle Implantationen hinhalte, ich möchte B, gewährleisten, dass jeder meiner Operateure, die teilweise auch noch sehr jung sind oder in der Ausbildung sind, sich wirklich ausgiebig mit dem Fall beschäftigt hat, dass einfach gewährleistet ist, wenn er die 3D-Planung macht und weil einfach wenig schief geht. Und ich habe ihm da recht geben müssen und den Montag drauf stieg meine Quote ab dort von ja, auf ungefähr 90%. Ich würde sagen, heute implantieren wir fast 90% navigiert. Die hohen Präzisionen, die man erreichen kann, sind mittlerweile gut untersucht. Ich möchte hier nur mal einmal beispielhaft die Untersuchung von der Alexandra Benecke anführen aus Mainz, die ich super fand und die nachweisen konnte, dass sie mit im Labor modifizierten Schienen Genauigkeiten erreicht in Einzelzahnschaltlücken von unter 0,5 mm und dass sie Genauigkeiten dauerhaft erreicht im Submillimeterbereich bei verkürzten Zahnreihen und Residualbezahnung. Wenn wir rein Schleimhaut gelagert sind, nicht PIN, dann verändern sich die Werte noch. Aber was man auf jeden Fall konstatieren kann, bei jedem Anwender, jung, alt, erfahren, unerfahren, ihre Streubreite nimmt dramatisch ab. Und das ist hinterher im Troubleshooting, jeder kennt es, der viel implantiert, wer im Frontzahnbereich implantiert und haut mal einen Millimeter daneben, das kann einen kosmetisch schon killen. Und diese Probleme können Sie mit ganz wenig Aufwand vermeiden. Ich finde die prothetische Planung im Vorfeld deutlich leichter. Wir machen sehr gerne und häufig auch Sofortversorgung. Oder wir haben Patienten, die kommen von weiter weg. Wir machen dann, wie Sie gleich auf Bildern sehen können, teilweise auch prothetische Planung im Vorfeld für eine Einzelschaltlücke. Ja? Ich möchte mir auf jeden Fall nicht die Option nehmen lassen, das zu tun, nur weil meine Vorbereitung nicht gut genug ist. Wenn mir ein Patient am OP-Tag sagt, eigentlich möchte ich, wenn die Möglichkeit besteht, doch lieber mit einem Zahnersatz heimfahren oder mit einer provisorischen Krone, dann kriegen wir das hin. Und ich zeige Ihnen gleich wie. Der Patientenkomfort
war für uns das Erste, was sich messbar verändert hat durch die Einführung der 3D-Workflows. Wir haben, wenn wir implantieren, standardmäßig doch Protokolle über die Schmerzmedikation, die die Patienten einnehmen und geben das jedem mit. Ungefähr 4/5 davon bekommen wir zurück. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir weniger aufklappen, wenn wir schneller operieren, dass der Patient natürlich weniger Analgetika braucht. Niemand hätte was anderes erwartet. Das Ausmaß, das das ausgemacht hat, hat uns doch überrascht. Ich schließe nochmal den Kreis und möchte nochmal auf die optionale Präfabrikation, die heute auch im Webinar eine größere Rolle spielt, gehen, die durch den 3D-Workflow ungefähr doppelt so schnell wird von der zahntechnischen Arbeitszeit und in der Präzision sich um den Faktor 5 bis 10 verbessert, als wenn ich vorhanden operiere. Ich habe die Untersuchung von der Frau Benecke zu anderen Schienen mal zum Anlass genommen, zu schauen, was die Magellan-Schiene an Präzision erreicht, weil sie ja noch relativ neu am Markt war vor einigen Jahren. Und wir haben ungefähr 100 Implantatpatienten nachuntersucht, indem wir intraoperativ verschraubte Abformpfosten in die Implantate geschraubt haben und diese Abformpfosten mit lichthärtenden Kunststoffen in die Operationsschablonen geklebt haben. Dann haben wir das gleiche Implantat, das wir in der Operation verwendet haben, in die Schablone geschraubt, haben das Ganze auf ein Studienmodell zurückgesetzt und haben das Ganze nochmal geröntgt, um den Patienten nicht nochmal 3D röntgen zu müssen, haben wieder alles überlagert. Und ich habe Ihnen einfach mal exemplarisch so ein, zwei Bilder mitgebracht, die Sie jetzt auch auf Ihrem Monitor sehen, wo Sie in Grau praktisch die Daten aus den Röntgensätzen sehen, in Braun das eingescannte Patientenmodell, in Gelb das Studienmodell und den Abformpfosten sehen. Und da sehen Sie, die Treffergenauigkeit, die man meist erreicht, ist sehr hoch. Vor allen Dingen im Bereich der Implantatspitze, was Sie jetzt auf Ihrem linken Bild sehen und auch in den Winkeln. Das hinterher doch in der prothetischen Versorgung, gerade wenn man ganze Kieferversorgung macht, nicht zu unterschätzen ist. Ein Punkt, den ich jetzt schon mal vorwegnehmen möchte, ist, wenn man das kombiniert mit Knochenmanagementmaßnahmen, was ja vor allem knochenbildende Maßnahmen sind, dann wird auch da das Maß an Präzision, das man erreichen kann, deutlich verbessert. Ich habe Ihnen hier mal einen Oberkieferfall exemplarisch abfotografiert, bei dem wir bei allen vier Implantaten sowohl gesplittet als auch kondensiert haben, haben das durch die Schablone gemacht. Und man sieht schon Winkelabweichung, alles andere wäre auch ein Wunder. Aber wenn Sie sich das Ausmaß betrachten, dann ist es so überschaubar, dass es unsere präprothetische Planung nicht killt, selbst bei Knochenmanagementmaßnahmen in Verbindung mit der Implantation. Hier habe ich Ihnen ein Bild abfotografiert, wo Sie sehen können, wie das Matching, respektive die Referenzierung von SDL-Datensätzen und den Datenwolken aus den Röntgengeräten praktisch funktioniert. Ganz einfach. Sie suchen sich gut reproduzierbare Punkte im Röntgenbild, was Sie hier auf der linken Seite sehen, und dann im SDL-Datensatz quasi das gescannte Bild oder das Bild, das Sie mit Ihrer intraoralen Kamera via Omnicam oder einer Bluecam erstellt haben. Und dann suchen Sie einfach überall die gleichen Punkte auf. Das klappt sehr gut, ist sehr gut untersucht. Der durchschnittliche Fehler beim Referenzieren in solchen Fällen, wenn man nicht so viele Metallartefakte hat und genug Zähne, der liegt bei 0,1 mm. Absolut überschaubar. Für alle anderen Fälle zeige ich Ihnen etwas später den Weg. Hier ist der angesprochene leichte Fall, den ich aber trotzdem so plane, um mir auch da die Chance zu geben, eine Sofortversorgung direkt postoperativ zu machen. Wenn der Patient sie nicht wünscht, habe ich nichts verloren. Die Planung muss ich sowieso machen. Die Patientenkompliance, die gesteigerte, und der Patientenkomfort, den habe ich Ihnen auch mal einfach versucht, mit zwei Bildern nahezubringen. Ich mache das ja auch schon ein bisschen länger und hätte diesen Fall vor 10 Jahren mit Sicherheit aufgeklappt und hätte mir das doch eingeschränkte Knochenniveau dargestellt. Aufgrund der 3D-Bilder wusste ich, das Knochenangebot ist absolut ausreichend. Meine Knochendicke bei der Positionierung beträgt vestibulär noch 1,5 mm. Ich habe das nur gestanzt. Die OP-Zeit liegt dann pro Implantat ungefähr bei 5 Minuten. Wenn Sie sich das rechte Bild anschauen, ganz genau, dann sehen Sie, der Patient ist eigentlich nur kompromittiert durch die Anästhesie. Das rechte Vestibulum ist etwas aufgeschwollen.
im Weichgewebe und im Knochen wird er am Tag darauf überhaupt keine Beschwerden haben. Das kann ein Selbstständiger zum Beispiel wirklich in der Mittagspause machen. Der Verlust an eigener Arbeitszeit, gerade bei Selbstständigen, ein Riesenthema bei uns, wird einfach deutlich minimiert. Selbst etwas komplexere Fälle wie der hier, auch wenn er jetzt chirurgisch nicht schwer ist, aber es sind doch 9 Implantate, da hätte ich die Dame damals mit Sicherheit 3 Tage krankgeschrieben, vielleicht auch eine Woche. Durch die 3D-Navigation, denke ich, das sieht man hier ganz gut, haben wir einfach das vorhandene Restknochenangebot sehr gut nutzen können, dass wir nur ganz geringe Knochenmanagementmaßnahmen darüber hinaus durchführen mussten. Wir konnten von der Abwinklung gewährleisten, dass wir mit ganz einfachen prothetischen Bauteilen eine spätere gemeinsame prothetische Einschubrichtung finden. Ich zeige Ihnen das postoperative Bild, das 24 Stunden später. Wer genau hinschaut, der sieht, der hat schon eine Schwellung der Oberlippe, hat ein kleines Hämatom gehabt nach der Anästhesie, aber die Dame lächelt, die hat keine Schmerzmittel genommen, die sitzt nicht beim Kaffeekranz und erzählt ihren Freundin, dass sie das nie wieder machen wird, sondern die ist eigentlich ganz zufrieden und wenn sie die Restbezahlung verliert, hat sie schon gesagt, wird sie wieder implantieren lassen. Ich würde jetzt gerne auf unsere nächste große Topic kommen und würde Ihnen gerne einfach als, ja, als Appetizer, als Appetitmacher einfach ein paar Bilder zeigen, wie leicht man die Schablone aus dem 3D-Workflow auch für andere Dinge nutzen. Das allererste, was wahrscheinlich jeder machen wird, der implantiert und Schablonen benutzt, ist, dass er anfängt, seinen Summer-Sinus-Lift ganz klassisch mit dem Sinotom auch durch die Schablone durchzuführen. Dann werde ich manchmal gefragt, oder manche sagen, die Längenmarkierung auf meinen Sinotomen reicht nicht aus. Und das, was ich selber mache, ist, dass ich einfach aus der plastischen Chirurgie einen sterilen Stift nehme und zeichne mir die Längenmarkierung ein. Ja, und kann dann durch die Schablone mit meinen Osteotomen arbeiten. Ich brauche die Schablone gar nicht abzunehmen. Verändere meine Winkel und Angulation nicht. Ich bin da immer sehr glücklich mit. Dann würde ich gerne die Chance heute nutzen, Ihnen ein ganz innovatives System vorzustellen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich den Entwickler des Systems in Wien mal eine Woche besuchen konnte, den Klaus Eder. Und der Klaus Eder hat sich Gedanken gemacht, unter welchen Umständen kann man in den Fällen, wo ein klassischer Sinus, interner Sinuslift nach Summers nicht mehr möglich ist, dem Patienten das externe Fenster beim externen Sinuslift, wie kann man das vermeiden für ihn? Und der Ansatz war, dass er gesagt hat, ich nehme mein Implantat Bohrstollen, ich baue da eine Druckkammer, eine ganz kleine, und ich ritze den knöchernen Kieferhöhlenboden ganz vorsichtig an. Und in dem Moment, wo eine minimale Perforation entstanden ist, wird durch den hohen Druck in der Druckkammer die Schneidersche Membran aufgestülpt und aufgepumpt. Ich werde Ihnen einmal das Gerät zeigen. Sie sehen hier auf der linken Bildseite einmal eine Anzeige über die Wassermengen, die verwendet werden. Man startet mit 5 Millilitern, das ist die sterile Kochsalzlösung in der Spritze drin. Und dann kann man eine definierte Wassermenge hinter in die Kieferhöhle einbringen, die dann hinter auch das Augmentationsvolumen bestimmt. Auf dem zweiten Bild sehen Sie auf der linken Seite die Spritze mit dem dann motorisch bewegten Stempel, das steuert man mit den Füßen, und eine Druckmesseinheit. Und eine Einheit, die Vibration erzeugt. Die Schneidersche Membran lässt sich viel, viel leichter lösen durch starke Vibration der Wassersäule. Ich zeige Ihnen das sofort im Video. In dem rechten Bild sehen Sie einen Griffel mit der zuführenden Wasserleitung, einem Abdichtungselement, durch die der Bohrer dann geführt wird. Hier ist der klinische Aspekt des Geräts. Da sieht man die Spritze nochmal besser. Sie sehen links den Druckmesser und auf diesem auf der rechten Seite die Mechanik, die Vibration erzeugt, dann den motorisch angetriebenen Spritzenstempelvorschub und links den Monitor, der den Druck gegen die Zeit darstellt. In dem Moment, wo Sie den Kieferhöhlenboden anritzen, sehen Sie den Druckabfall am Monitor und dann bohren Sie einfach nicht mehr weiter vorwärts. Ich werde Ihnen ein ganz kurzes Video reinspielen. Damit Ihre Bildqualität möglichst hoch ist, spielen wir das Video von einem großen Medienserver von Dental Tribune auf Ihre Rechner. Und da muss ich mich einmal mit meinem technischen Leiter kurz koordinieren. Ich würde den Herrn Carvalho jetzt einmal bitten, auf 3 das Video zu starten.
3, 2, 1, Start. So, ich hoffe, Sie hören mich noch gut. Hier können Sie sehen, wir haben uns in dem Fall entschieden, bestanden. Wir haben nicht aufgeschnitten. Dort sehen Sie die erste Vorbohrung. Eine Magellanschiene und das ICX-System. Dann kommt eine Längenbohrung, mit der wir uns dicht an den Kieferhöhlenboden rantasten. Dann ein Kresszahler Formbohrer. Wir haben also die Implantatbettpräparation abgeschlossen. Wir haben das Glück, dass die Magellanschiene mit ihrem Equipment auch sehr gut zum Jedersystem passt. Ich habe hier zum Film die Schiene entfernt. Ich hätte sie auch drauf lassen können. Ich checke jetzt noch mal einmal, ob der knöcherne Kieferhöhlenboden in Ordnung ist. Das hat geklappt. Und das nächste, was Sie sehen, ist jetzt in Blau das Abdichtungselement, der Griffel mit der Druckkammer. Die Druckkammer wird abgedichtet durch den Jederbohrer, den Sie jetzt sehen. Jetzt muss ich einen kleinen Moment warten, bis der Druck aufgebaut ist im System. Sie sehen das vielleicht daran, dass die Vibrationen stärker werden. Das dauert meist so 5 bis 10 Sekunden. Wichtig ist immer, dass am Weichgewebe kein Wasser einem entgegenspritzt. Ja, und jetzt sehen Sie es genau. Ja, meine Hand wackelt, der Druck ist da, die Vibration ist da. Ich ritze den Kieferhöhlenboden ganz, ganz leicht an, sehe auf dem Monitor den Druckabfall, höre sofort auf zu bohren, weil ich die Schneidersche Membran nicht perforieren möchte. Dann entfernen wir die Jederfräse, setzen das Abdichtungselement wieder ein, dichten diesmal den Griffel einfach mit dem Finger ab. Wir gucken jetzt auf unseren Druckmonitor und pumpen jetzt eine definierte Menge sterile Kochsalzlösung in die Kieferhöhlung. Den kleinen Ritz am Kieferhöhlenboden erweitern wir etwas mit einem Diamanten, saugen dann das in die Kieferhöhle gepumpte Kochsalzlösung wieder ab und können danach das Knochenersatzmaterial einbringen. Jetzt sehen Sie gleich im letzten Schritt, wie das Implantat inseriert wird und fertig. Ich habe Ihnen einige klinische Fälle. Entschuldigung, ich höre gerade nicht fertig. So, ich hoffe, bei Ihnen ist jetzt auch das Video durchgelaufen. Sie werden wahrscheinlich in der Postproduktion die Synchronität etwas verstärken, bis Ton und Videowiedergabe wieder in Ordnung sind. Ich würde Ihnen jetzt sehr gerne einige klinische Fälle zu dem System zeigen, weil ich es einfach unglaublich klasse finde in Verbindung mit der schienennavigierten Implantatinsertion. Ich habe Ihnen den ersten Fall, den ich Ihnen dargestellt habe, wenn Sie sich die Regio 1.5 betrachten, dann wäre es mit Sicherheit mit viel Mut und größerem Aufwand dort auch noch möglich gewesen, mit einem internen Summerslift und einem längenreduzierten Implantat eine Implantatinsertion vorzunehmen. Aber ich glaube, Sie geben mir recht, dass in der Regio 1.6, wo wir vielleicht eine Restknochenstärke haben in der Dicke von der Eierschale, eigentlich nur vergleichbare hydraulische Systeme in Frage kommen oder ein klassischer externer Lift mit einem externen Fenster. Ich habe Ihnen hier nochmal den Bildausschnitt vergrößert aus der 2D-Aufnahme, aus der Panoramaschichtaufnahme, wo man die knöcherne Situation doch sehr gut sehen kann. Und hier haben Sie das postoperative Bild. Wir haben also mit der Technik durch einen ganz kleinen schmerzfreien Zugang für den Patienten eine Knochenhöhe von fast 15 mm generieren können. In der Regio 1.5 war das Restknochenangebot von 4 mm ausreichend, um die Implantation einseitig noch vorzunehmen. Regio 1.6 nicht. Da haben wir dann das Implantat nach einer Abheilungsphase inseriert und im weiteren Heilungsverlauf stellt sich das so dar. Also für den Patienten ein sehr wenig invasiver Eingriff, den wir 3D navigiert, und doch sehr einfach darstellen. Ich habe Ihnen hier ähnliche klinische Fälle nochmal mitgebracht, einfach, dass Sie mal einen Überblick bekommen. Hier ist es auch ähnlich in
Auf der linken Seite wäre mit Sicherheit irgendwo ein ausgeprägterer interner Sinuslift mit einem Sinotom mit Sicherheit möglich gewesen. Im Rezessus rechts denke ich eher nicht. Da wäre die Alternative entweder ein anderes hydraulisches System oder ein externes Fenster gewesen. Die Dame wollte so wenig Invasivität wie möglich. Wir haben gesagt, ist machbar und haben dort auch mit dem JEDA-System gearbeitet. Hier haben Sie das präoperative Röntgenbild, dann das postoperative Röntgenbild und hier die postprothetische Kontrollaufnahme. Also auch hier sehr leichte, einfache Operation, minimale Schnittführung, ganz wenig Invasivität für den Patienten. Die letzten Maßnahmen, die ich Ihnen gerne zeigen würde durch die Schablone, einfach aufgrund der Eingeschränktheit unserer Zeit heute im Webinar, sind Maßnahmen, die die Transversale des Knochens betreffen. Das Bone Splitting, was ich in Verbindung mit der Magellanschiene sehr gerne mache, mit einem System von Meisinger, das Split Control heißt. Sie sehen auch sofort warum. Die Dehnschrauben, die Meisinger anbietet, passen einfach perfekt in die Masterhülsen der Magellanschiene, sodass Sie auch dort Knochenmanagement durchführen und Ihre Implantatposition sicher halten. Aber auch wer gerne seine klassischen Spreader oder Kondensationsinstrumente nutzt, wie hier, das ist ein Set, ich glaube noch aus entweder den 90ern oder Anfang des Jahrtausends von Professor Nentwick, geht alles durch die Schiene. Vieles mehr ist möglich, würde aber leider den Rahmen sprengen. Nur um es zu erwähnen, man kann natürlich auch mit dieser Technik, aber da brauchen wir etwas mehr Zeit, um darüber zu sprechen. Man kann sich auch den fehlenden Knochen individuell designen. Und dann von Knochenspendern, die zum Beispiel hüftgelenks operiert werden, sich in CAD/CAM-Verfahren den Knochen Maß anfertigen lassen. Der hat eine Passgenauigkeit dann von ungefähr einem Millimeter. Sie klappen auf, nehmen den maßgefertigten Knochen, schrauben ihn fest, machen zu, wunderbar. Aber es wird jedoch heute unseren Rahmen versprengen. Wer Lust hat, mehr davon zu erfahren, einfach kurz durchrufen oder mir eine E-Mail schicken. Ich freue mich über jeden. Ich würde jetzt wieder gerne einen größeren Cut machen und auch die unterschiedlichen Sofortversorgungskonzepte kommen. Wir sind ein bisschen chronologisch gestaffelt. Entsprechen mit Sicherheit auch meinen Vorlieben. Wenn Ihr Konzept sich dort nicht wiederfindet, schimpfen Sie nicht auf mich. Auch das würde einfach den Rahmen sprengen heute. Ich würde ganz kurz vorwegnehmen, einmal weil ich es so interessant fand, als ich das recherchiert habe hier für den Vortrag. Ich habe das The Very Beginning genannt. Ich weiß nicht, ob ihn jeder kennt. Professor Brandemarks erste Untersuchung zu den Schrauben, die wir heute vor allen Dingen für dentale Implantate nutzen, war schon Anfang der 50er. Er hat Untersuchungen gemacht zur Frakturheilung an der Tibia von Kaninchen und konnte seine Messapparaturen nicht einfach entfernen. Und fand es so interessant, dass er geschaut hat, woran es liegt und hat festgestellt, dass Titanoberflächen für Osteozyten anscheinend so interessant sind, dass solche Oberflächen in den Knochen im Rahmen der Wundheilung osteointegrieren können. Jetzt halten Sie sich fest, waren Orthopäde, Sie kennen das manchmal, bis man die Elfenbeintürme Praktika erobert, vergehen lange Zeiten, bis zur Konsensuskonferenz, die auch den Begriff der Osteointegration geprägt hat. In Toronto hat es 27 Jahre gedauert, bis die Osteointegration nicht mehr in Frage gestellt wurde. Die Entwicklung des ersten großen Implantatsystems, das hinterkäuflich zu erwerben war, hat dann nochmal ein klein wenig Zeit in Anspruch genommen. Der Professor Brandemark hat es entwickelt zusammen mit der Firma Nobel, die einfach gut drin war, Metalle zu bearbeiten, war eigentlich eine Waffenschmiede. Die hatten aber das Know-how und die Technik, um die Reproduzierbarkeit für so eine Schraubenproduktion angreifen zu können. Ich würde Ihnen gern auch noch den allerersten menschlichen Patienten, der implantiert wurde, vorstellen. Nils Gösta Larsson ist vor 10 Jahren gestorben, hat aber seine Implantate bis zum Lebensende bewahren können. Und es waren zumindest über 40 Jahre. Das würde ich mir auch wünschen bei allen meiner Patienten. Oft schafft man es bestimmt nicht immer. Ich bin noch zu jung. Ich muss noch ein paar Jahre warten, bis ich das auch mal von mir behaupten könnte.
Der arme Mann hatte einfach eine fehlentwickelten Unterkiefer und seine persönliche dentale Leidensgeschichte wurde mit den Schrauben beendet. Und Professor Brandemark und Gösta Larsson waren danach auch lebenslänglich Freunde. Jetzt kommen wir wirklich zu den echten Sofortversorgungskonzepten. Wen ich immer gerne mal im Leben kennengelernt hätte, ich kenne ihn leider nur aus Büchern, ist Philipp Ledermann. Jeder kennt das Ledermann-Konzept. Vier parallel gesetzte intraforaminale Implantate mit dem Dolder-Steg-Geschiebe, hier als Extensions-Dolder-Steg, bombensichere Sache. Und man darf sich festhalten, das Konzept ist mittlerweile 40 Jahre alt. Jetzt wird es viel moderner. Ich bin in meiner Region hier sehr verwurzelt und bin ganz stolz darauf, dass ich eine Stadt weiter Ihnen einen super Chirurgen vorstellen kann, der ein System Anfang des Jahrtausends auf den Markt gebracht hat, das ursprünglich für das Ankylos-System entwickelt wurde. Das ist der Dietmar Mai. Ich habe Fortbildungen bei ihm gemacht und habe das Synchron-System selber zu schätzen und zu operieren gelernt. Und das Synchron-Konzept war in meinen Augen das erste, das sehr praktikabel war, wenn man distal geneigte Implantate inseriert hat. Es gab präfabrizierte Abutments in unterschiedlichen Aufbauhöhen mit unterschiedlichen Abwinklungen, für die es als Tertiärstruktur dann eine Degolor-M-Kappe gab. Ich zeige Ihnen das sofort auf Bildern, dann wird es ein bisschen leichter. Und man konnte damit super Sofortversorgung machen. Ich mache es heute ein klein wenig anders. Ich hoffe, er verzeiht mir, wenn er das hört. Aber es war für mich eine unglaubliche Inspiration. Und jeder, der das chirurgisch heute noch so macht, weil er es gut kann, der macht bestimmt nichts verkehrt. Sie sehen auf diesem Bild Ankylos-Implantate, die schon inseriert sind und in die Ankylos-Implantate eingeschraubt, Synchron-Abutments, die Hirnkonus haben von 5 Grad. Ich mag Konusse einfach von Natur aus unglaublich gern. Ich mag Weigel-Protokolle, ich finde das alles sehr hygienisch. Um eine gemeinsame prothetische Einschubrichtung zu finden, gibt es sogenannte Ausrichtantennen, die Sie im Hintergrund des Bildes sehen. Und dann wurde praktisch das Abutment so lange im Implantat gedreht, bis eine gemeinsame prothetische Einschubrichtung aller vier Antennen gefunden wurde. Und dann hat man das Abutment fixiert. Das Prinzip finden wir auch heute noch. Ich komme später dazu. Mal ganz praktisch betrachtet sieht es dann so aus. Sie sehen, ich habe nicht immer mein Leben lang schon navigiert. Ich habe früher auch aufgeklappt. Auch da konnte man ja vertretbare Ergebnisse erreichen. Also schaut das Ganze im Röntgenbild aus, klinisch, nach einer kurzen Abheilphase so. Und wir haben dann diese Degolor-M-Kappen einfach in die vorhandenen Prothesen, also die Extensionshebel auf die Implantate wirken zu lassen und den Patienten gebeten, das Ganze nicht aus dem Mund zu entnehmen, um auch hier eine Primärverblockung über die Prothetik zu gewährleisten. Hierüber könnten wir jetzt den ganzen Nachmittag sprechen. Es gibt viele chirurgisch tätige Kollegen, die die Verblockung auf der Zahnersatzebene nicht so mögen, weil man nicht die absolute Kontrolle hat. Die verblocken eher auf Implantatniveau. Ich selber bin eigentlich zum Glück meinen Patienten nie auf die Nase gefallen. Ich habe mich da immer dran gehalten. Ein Konzept, das ich selber praktisch nicht umsetze, das ich hier aber sehr gern erwähnen möchte, weil es Einzug gefunden hat in die ICX-Produktpalette von Medentis, ist das World One-Konzept von Professor DeGiddi, von Marco DeGiddi. Ich selber verklebe meist im Passivfit im Mund. Er mag das Schweißen. Und in Deutschland wird ein intraorales Schweißgerät vertrieben von der Firma Ustomed. Und so schaut es aus. Und klinisch im Mund benutzt man massive Titanaufbauten, an die man dann massive Schweißdrähte aus Titan intraoral verschweißt und verblockt dann praktisch auf Implantatebene. Der Patient ist in dem Fall also nicht mehr in der Lage, das selber zu entfernen. Darauf wird dann das Provisorium fixiert. Theoretisch ist das Ganze natürlich auch auf Prothetikebene möglich.
Die meisten Anwender verblocken hier, glaube ich, eher auf Implantatniveau. Ein Konzept, das ich auch sehr gerne sehen möchte, weil die Marktdurchdringung immer größer wird, sind die, jetzt kommt in Anführungszeichen, einteiligen, können auch mehrteilig sein, Mini-Implantate, durchmesserreduzierte Implantate. Über die Begrifflichkeiten könnten wir auch sehr lange miteinander sprechen. Einer meiner Lieblingskollegen von der Uni sagt mir immer, das, was ihr verwendet, sind keine Mini-Implantate, die sind ja zweiteilig und ein Mini-Implantat fängt für mich unter 2,8 an. Ich nehme mir heute jetzt mal in diesem Webinar die Freiheit zu sagen, unter 3 mm ist für uns daheim ein Mini-Implantat und auch wenn es zweiteilig ist, ein Mini-Implantat, das hat für mich schon Vorteile. Passt aber auch sehr gut in 3D voll digitale Workflows, wie ich Ihnen gerne auf ein paar Bildern zeigen würde. Ich habe hier jetzt exemplarisch ein ICX-Mini-Implantat mit einem Durchmesser von 2,9 gewählt. Das wird standardmäßig ausgeliefert mit einem Kugelkopf. Der Kugelkopf lässt sich aber austauschen durch ein sogenanntes Maximus-Abutment. Den meisten ist das Maximus sehr bekannt unter Locator. Und ich habe hier oben rechts die 3D-Planung von einem Kugelkopffall und unten rechts sehen Sie das postoperative Röntgenbild. Und auf der nächsten Folie würde ich Ihnen das gleiche gerne einmal vorstellen mit einem Locator. Hat für die Patienten häufig den Vorteil, läuft eigentlich immer transgingival, keine Schnitte, Sofortbelastung von 12 Kilo Kaufkraft auf mindestens 50. Also eine Menge Benefits für den Patienten. Mich selber hat es manchmal früher irritiert, irgendwo so völlig blind reinzubohren, ohne aufzuklappen. Wenn ich eine schöne 3D-Planung habe, fühle ich mich dabei wesentlich besser. Ein Feld, das mir ganz viel Freude macht mit meinen zahntechnischen Kollegen, ist die Fabrikation von Zahnersatz auf individuellen Komponenten. Jeder, der gerne 3D-Workflows mag oder vielleicht auch die Chance hat, in seiner Praxis ein kleines Fräsgerät zu haben oder im Praxislabor, der wird es auch lieben. Im einfachsten Fall machen wir die Sofortversorgung einer Schaltlücke. Ich habe Ihnen hier mal extra ein Bild gemacht mit einem Schlüsselchen, wo wir dann einfach auch immer mal wieder unsere Genauigkeiten überprüfen. Und da können Sie sehen, wie gut doch die Planung übertragbar ist in die reale Welt. Und der Patient bekommt sofort sein individuelles Abutment und eine PMMA-Kunststoffkrone außerhalb der Okklusion, fährt damit heim, die Lücke ist zu, die Nachbarzähne kippen mir nicht in die Lücke rein und ich muss nur Sorge tragen, dass der Gegenkiefer abgestützt ist und der Antagonist nicht elongiert. Das gleiche geht natürlich auch für totalen Zahnersatz. Sie sehen hier die Darstellung von Klebebasen, die wir mit chronischen Silikonaufbauten versehen haben. Unten im Röntgenbild sehen Sie so eine klassische interforaminäre Implantation mit distal geneigten Implantaten. Auf die Silikon-Konuskronen machen wir häufig gerne Galvano-Käppchen zum Beispiel. Die fangen wir dann in dem Metallgerüst wieder ein und wie Sie unten sehen, kann man, wenn man möchte, das selbst als ausnehmbare keramische Brücke gestalten. Also können sowohl Kunststoffe fräsen als auch Lithium-Disilikat-Kronen zum Beispiel fräsen, die sie im Nachhinein bemalen, kriegen eine schöne Kosmetik hin, ganz bombensichere Sache. Auf dem jetzt folgenden Bild schließt sich langsam unser Kreis und wir kommen eigentlich jetzt dahin, wo ich gern mit Ihnen hin möchte. Auf dem Bild sehen Sie den Paolo Malo. Ein riesiger Global Player im Moment, ganz viele Malo-Kliniken weltweit. Ich kann mich noch daran erinnern, kurz nachdem ich mit der Uni fertig war, ich habe mein Examen 98 in Münster gemacht, da gab es wirklich die ersten Versuche, präfabrizierter Zahnersatz, All-on-4, All-on-6-Konzepte. Implantate schräg zu setzen, in die Sofortbelastung zu gehen.
Ich denke, das waren Zeiten, wo er selber mit Sicherheit auch ein dickes Fell brauchte. Und darum freue ich mich heute über seinen Erfolg. Das ist eine der Werbungen aus den USA, so aus der damaligen Zeit. Und es hat mit Sicherheit alle, die heute in dem Gebiet tätig sind, trotz der Anlaufschwierigkeiten, die es am Anfang gab, oder der Kinderkrankheiten, ist ja bald auch schon 20 Jahre her, mächtig inspiriert. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht von einem typischen All-on-Six-Fall und einem All-on-Four-Fall im Unterkiefer aus einer Malo-Klinik aus Kanada. Das ist ein Bild aus Toronto. Und ich würde sagen, auch heute noch ist das Konzept in Grundzügen extrem erfolgreich. Darum ist es weltweit auch von allen führenden Implantatfirmen in die Prothetik Wappenkette implementiert worden. Schaut typisch analogisch aus, ein Patient dann häufig. Jetzt schließe ich den Kreis zum Medentis, zum ICX-Implantat und möchte Ihnen die Adaptation der All-on-6, All-on-4-Versorgung zum All-on-ICX-System kurz erklären. Im Unterkiefer ist es meist so, wenn Sie auf den Flyer schauen, dass man die mittleren beiden Implantate parallel setzt, die distalen Implantate geneigt. Und um die Neigung der Implantate auszugleichen, braucht man prothetische Aufbauten, die das Ganze wieder in eine gemeinsame Einschubrichtung bringen. Das ICX-System ist ein extrem erfolgreicher Markt. Und auch hier, wenn wir den Bauteil im unteren Bildabschnitt sind, das Ganze auch an sich. Und charakteristisch ist immer, die distalen Implantate anguliert zu setzen. Mit dem Oberkiefer die Kieferhöhle nicht zu tangieren und im Unterkiefer genug Abstand zum Foramen Mentale zu halten und trotzdem eine mindestens quadranguläre Abstützung zu finden des Zahnersatzes mit möglichst langen Achsen und Tangenten, um Erkickung zu vermeiden. Und das gelingt mit dem System unglaublich leicht und sicher. Sie sehen hier klassisch. Das heißt, wenn Sie zweimal von Achsabweichung zwischen Implantaten und 70 Grad ausweichen. Darüber hinaus kommt auf das Multi-Abutment noch eine Tertiärstruktur, die dann noch stärkere Abwinklung ermöglicht. Und die würde ich Ihnen gerne einmal ganz kurz vorstellen, nachdem wir einmal noch geschaut haben auf die typischen Multi-Abutments. 0 Grad, 17 Grad, 35 Grad, unterschiedliche Gingiva-Höhen, dass man je nach Fall sofort irgendwo eine perfekte Vertikale findet, um sich das Leben leicht zu machen. Hier sehen Sie die wichtigsten Tertiärstrukturen, mit denen wir arbeiten. Das sind der Titanprothetikaufbau, den Sie gleich auch klinisch mehrfach im Einsatz sehen werden. Das Ganze gibt es auch ausbrennbar aus Kunststoff oder aus PEEK für Provisorien. Dann gibt es unterschiedliche Klebebasen mit unterschiedlichen Aufbauhöhen. Scannt und wer gerne seinen Zahnersatz herausnehmbar gestaltet, kann mit dem sogenannten Maximus-Aufbau, der baugleich einem Locator entspricht, das Ganze in eine gemeinsame Einschubrichtung bringt, schraubt den Maximus-Aufbau auf das Multi, verklebt die Patrizen in der Prothese oder herausnehmbaren Brücke und der Patient ist nach einer halben Stunde glücklich aus ihrer Praxis. Um Ihnen das gesamte System vorzustellen, fehlt mir etwas der zeitliche Rahmen. Ich denke, dass meine Kollegen, der Dirk Krischig und auch der Hakan Bilhan in den März-Webinaren noch etwas deutlicher auf das Thema eingehen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie Kontakt aufnehmen zu den netten Außendienstlern, die Ihnen das auch viel genauer noch erklären können als ich das. Ich würde Ihnen jetzt gerne zum Abschluss unseres Webinars klinische Fälle vorstellen. Hier sehen Sie zwei Fotos von dem zweiten klinischen Fall, den wir uns gleich anschauen. Sie sehen ein geprintetes Modell. Und in dem Modell, ich weiß nicht, ob Sie es gut sehen können, sind die Laborimplantate, die Manipulierimplantate, darauf dann die Multi-Abutments
und auf dem Multivitamin die Titanprothetikhülsen. Und auf dem rechten Bildabschnitt eingeschaltet wird eine PMMA-Brücke mit einer Mundzulassung von extrem langen Zeiten, dass wir also auf den Patienten langzeitprovisorisch gefühlt fast über Jahre versorgen können. Und dieser gesamte Workflow läuft rein digital. Unser Kreis schließt sich. Ich freue mich, wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben. Beide Patienten, die ich Ihnen jetzt gern vorstellen würde, waren Patienten, die sich bei uns für Live-Operationen im November zur Verfügung gestellt haben, sind also ganz neue Fälle, die auch nicht vorselektiert sind. Wir haben echte klinische Bilder, wir haben die nicht auf Hochglanz getunt, sondern das sind wirklich die Patientenfälle, wie sie auch bei Ihnen tagtäglich in die Praxis kommen. Der erste Patient, ein unglaublich netter, gesunder Mann, der uns das Leben sehr, sehr leicht gemacht hat, hat ein Handicap, seine Freihandsituation unten links, die ihn gehandicapt hat, wo wir gesagt haben, das kann man relativ einfach lösen. Man muss dann nicht unbedingt eine Prothese tragen. Sie werden mir recht geben, wenn ich sage, ich hätte den Fall insgesamt viel aufwendiger von der Konz über die Prothetik, über die PA gestalten können. Aber das war nicht primäres Ziel des Patienten. Wir haben also nur eine Hygienephase vorweggeschaltet. Das war unser Arbeitsbefund, freiliegende Fluktuation, Hygiene stimmte, Taschen waren hinterher okay. Und dann haben wir gesagt, okay, kümmern wir uns um das Problem, das den Patienten am meisten bewegt. Ich habe Ihnen einmal die klinischen Bilder mitgebracht. Prothetisch erschwerend mit Sicherheit die Kreuzbiss-Situation. Auf der anderen Seite nur teilweise. Ich habe zur Sicherheit ein Röntgen in der Doppelscan-Technik, weil ich einfach nicht so viele Zähne hatte. Ich erkläre Ihnen das gleich in einem Video, welche Vorteile das hat. Darum sehen Sie hier die Schablone nochmal im Bild. Das war unsere 3D-Planung. Und Sie sehen dort in hellbraun das Modell des Patienten mit unserem Wax-Up, in weiß die Schablone mit den aufgeklebten Röntgenreferenzmarkern, die Sie im klinischen Bild vorher gesehen haben. Im Grün habe ich einen sogenannten Ankerpin angebracht, damit die Schiene während des Bohrens sich nicht bewegt oder durchbiegt. Und auf der rechten Bildseite sehen Sie in Rot unsere Implantate. Wir sind hier in die Vollen gegangen. Das hätten wir mit Sicherheit auch mit Zweien hinbekommen. Aber wir haben vier gesetzt. Wenn ich selber entscheiden kann, dann reduziere ich die Implantatanzahl nicht auf ein Minimum, weil ich freue mich einfach, wenn die Hygienefähigkeit leichter wird, was ich häufig bei mehr Implantaten besser finde, als wenn ich riesig verblockte Einheiten habe. Und ich habe einfach Planungssicherheit für die Zukunft. Ich bin in einem kleinen Ort und das spielt schon eine Rolle, wie so eine Situation nach 10 Jahren aussieht. Wenn von zwei Implantaten eins verloren geht, dann fange ich definitiv von vorne an. Hier in der Situation kann ich im besten Fall über die Jahrzehnte sogar zwei Implantate verlieren, ohne dass ich grundsätzlich die Prothetik neu machen müsste, indem sie auch noch verschraubt geplant ist. Also manchmal denke ich, in der chirurgischen Phase, wenn alle Sicherheitsabstände okay sind, der interimplantäre Abstand gewährleistet hat, kann auch mal mehr okay sein. Hier sehen Sie da schließt sich auch wieder der volldigitale Workflow. Sie sehen das geprintete, stereolithografisch hergestellte Modell nochmal von der Seite mit den Laborimplantaten, den Multiaufbauten und den Prothetikhülsen. Das Ganze nochmal von oben. Und mit der eingesetzten Smile Bridge, die PMMA-Brücke, die dann von Denta 5 gefräst wird. Und das Ganze von der Seite. Der Fall leicht, wie Sie hier sehen, haben wir nur ein bisschen im anterioren Bereich augmentieren müssen, weil der Kieferkamm da ein wenig schmal wurde. Das ist das postoperative Röntgenbild, das Implantatprotokoll, normale Implantatlängen und Durchmesser. Und der Abschlussbefund am Tag der Operation. So sah das klinisch aus. Das hat mein lieber Partner, der Dirk Krischig, gemacht, den Sie auch im März im Webinar nochmal sehen. In der Sofortversorgung versuchen wir vor allem dynamische Kontakte zu vermeiden. Und auch in der Zentrik noch nicht mit 500 PS die Implantate zu belasten. Wir haben hier die Schraublöcher, um das Leben für uns selber auch leicht zu machen.
mit einem provisorischen Inlay-Werkstoff verschlossen. Telio heißt er. Wenn man Patienten hat, der Telio-Kunststoff zu dunkel ist oder die es kosmetisch noch höherwertiger wünschen, dann einfach ein opakes, bleachfarbenes Composite verwenden. Da wir die Sachen zwischendurch doch häufiger runternehmen, finden wir es ganz gut, einen Verschluss zu finden, den man nicht rausbauen muss, sondern den man sehr leicht einfach mit einem Scaler entfernt. Hier sind das Ganze 3 Tage Post-OP. Wir haben nur noch eine kleine Naht drin wegen der Augmentation. Ansonsten schaut das alles gut aus. Hier sehen Sie nochmal meinen Kollegen, den Dirk Krischig, der dann einige Wochen später unsere PMMA-Brücke, die Smile Bridge, ausgetauscht hat gegen eine Lithium-Disilikat-Brücke. Das war so von der Seite, so schaut sie von oben aus. Und in dem Moment gehen wir dann doch her und verschließen meist mit Composite, einfach um den kosmetischen Aspekt zu verbessern. Und das dazugehörige Röntgenbild. Patient glücklich, wird zufrieden, keine Komplikationen. Wäre mit Sicherheit auch bei Hand und konventionell und analog gegangen. Aber ich glaube, Sie geben mir recht, wenn Sie sagen, der 3D-Workflow, der voll digitale Workflow, erleichtert einem das Leben doch ungemein. Den zweiten Patienten, den ich Ihnen gerne vorstellen würde, hatte eine leichte allgemein anamnestische Vorgeschichte, die aber keine Kontraindikation für die Implantation darstellte. Ein ganz patenter, super netter Herr. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Der hat es uns auch unglaublich leicht gemacht. Auch unseren Kollegen im Auditorium. Wir durften alle mal ran. Und hat einen zahnlosen Unterkiefer gehabt. Die komprimierte Unterkiefersituation hat ihn lebensqualitativ doch derart eingeschränkt, dass er sich zu einem chirurgischen Eingriff bei uns entschlossen hat. Und wir haben ihm vorgeschlagen, dass seine Knochenqualität durchgehend gut war, ruhig auch die Sofortversorgung zu wagen, damit er möglichst schnell aus der doch für ihn belastenden Situation mit den Druckstellen und den sich bewegenden Prothesen erlöst werden konnte. Hier sehen Sie die 3D-Planung. Ganz klassisch, wie Sie es auf vielen Bildern heute schon gesehen haben, distal angulierte Implantate, damit wir schräglateral am Vorrahmen Ventrale vorbeikommen und die Achse für eine quadranguläre Abstützung vergrößern. So schaut das Ganze auf dem Modell aus. Sie sehen hier wieder das gedruckte Modell mit den eingebrachten Laborimplantaten, darauf die Multi-Abutments und die Prothetikhülsen, wie im Fall davor, und die darüber zu verklebende Smile Bridge. Ich möchte Ihnen zum Abschluss vor der Fragerunde gerne noch 2 Videos zeigen. Das erste Video zeigt eine Sache, die ich sehr häufig gefragt werde. Wenn man sehr stark Strahlenartefakt kompromittierte Röntgenbilder hat, sehr wenig Zähne oder gar keine Zähne, wie schafft man das, ein Modell vom Kiefer oder eine Röntgenschablone oder eine Operationsschablone in Einklang zu bringen mit der virtuellen Röntgenbildwelt? Und das Ganze gelingt durch den sogenannten Doppelscan. Der Patient wird mit einer Röntgenschablone, die meist seinem totalen Zahnersatz entspricht, geröntgt. Ich mache das unter Zubiss, damit ich die Situation im Mund auch jedes Mal leicht wiederfinde. Als Röntgenreferenzmarker verwenden wir Glaskugeln, die Sie gleich in den Bildern sehen. Und danach wird diese Röntgenschablone alleine geröntgt. Und durch die Röntgenreferenzmarker können wir beides sehr leicht übereinander legen und matchen, miteinander referenzieren und haben dann die gleiche Situation, als wenn wir auf den Bildern, die Sie vorhin gesehen haben, das Referenzieren respektive Matching mit natürlichen Zähnen machen. Ich muss hier den Herrn Carvalho nochmal bitten, das Video zu starten, damit Sie es in einer möglichst hohen Qualität bekommen. Und ich versuche mich mit ihm zu synchronisieren. Ich starte auf 3, 2, 1, Start. Das Ganze nennt sich Doppelscan-Technik. Die Magellanschiene haben Sie heute schon häufig gesehen. Das ist im Hintergrund bei meiner geliebten Familie. Sie sehen also wirklich jetzt den ganzen Workflow, wie der dann im Alltag abläuft. Ich exportiere einen Datensatz aus meiner Röntgensoftware, in meinem Fall die Sidexis.
spiele das in die Magellan-Software. Das habe ich jetzt ein bisschen beschleunigt, so schnell ist mein Rechner dann doch nicht. Dann blende ich das Ganze auf planungsrelevante Bereiche ein für mich. Ich lasse, wann immer möglich, unter Zubis Röntgen. Darum habe ich auch die Oberkieferprothese mit der Metallbasis nicht entfernt, ganz bewusst. Dann stelle ich mir die Achsen so ein, dass ich eine multiplanare Rekonstruktion erhalte, die möglichst auf den klassischen drei Ebenen besteht. Ich zeichne mir den Nerv ein, suche das Foramen auf. Praktikabel ist es meist von Distal nach Mesial zu arbeiten. Hier in dem Fall haben wir einen relativ ausgeprägten Loop. Und da würde ich Ihnen doch immer empfehlen, Ihre 3D-Bilder daraufhin zu untersuchen. Auf der linken Seite ist der Loop nicht so ausgeprägt, rechts war er doch deutlich. Jetzt kommt der zweite Röntgensatz mit der Röntgenschablone. Und da sehen Sie, erzeuge ich jetzt eine Oberfläche aus dem Röntgenbild, indem ich einen Schwellenwert eingebe und bekomme dann eine Oberfläche wie auf einem, oder wir machen praktisch den DICOM-Datensatz des Röntgengerätes zum SDL-Datensatz, versuchen die Ausrichtung der Röntgenschablone und des Röntgenbildes in Einklang zu bringen, suchen Referenzmarker, die wir in den Glaskugeln finden. Wenn Sie unten in die Bildmitte schauen, sehen Sie jetzt gleich, schnappt das Modell genau dahin, wo es soll. Und je mehr Punkte wir wählen, desto genauer wird das. Sie sehen gleich, mit jedem Punkt, den wir mehr benutzen zum Referenzieren, passiert nur noch sehr wenig. Wir haben jetzt eigentlich schon eine sehr hohe Genauigkeit. Aber wenn sich einer von meinen Kollegen aus der Technik die Mühe macht, die Kugeln aufzubringen, dann nutze ich sie auch alle. Jetzt haben Sie praktisch die virtuelle Schablone, das Röntgenbild miteinander in Einklang gebracht. Der nächste Schritt ist dann die virtuelle Implantatplanung und die würde leider auch unseren Rahmen etwas sprengen. So, ich hoffe, Ihr Video war synchron. Ich mache mal einmal den Ton lauter, um zu schauen, ob es bei Ihnen auch noch läuft. Prima, das hat ja super geklappt. Ja, und ich würde jetzt sehr gerne mit Ihnen in die Fragerunde gehen. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie bei so schönem Wetter Ihren Freitagnachmittag geopfert haben. Für die, die mehr an dem chirurgisch-operativen Teil interessiert sind, lassen wir das komplette OP-Video von diesem Fall im Hintergrund laufen. Für alle anderen öffnen wir jetzt die Frage-Antwort-Runde. Und ich sage nochmal vielen Dank an das Auditorium für die Zeit. Hat ganz viel Freude gemacht, was einfach mein Lieblingsthema ist. Scheuen Sie sich nicht, uns zu schreiben. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie auf unserer Webseite.